So, hallo und ein herzliches Willkommen heute bei mir. Ich möchte heute mit euch ein Thema besprechen, und zwar ist das Bindegewebe. Das ist deshalb jetzt interessant, weil jetzt der Sommer kommt und wir möchten in unserem Bikini und Badeanzug gut ausschauen. Und dann erkennen wir immer, dass unser Bindegewebe über den Winter wieder gelitten hat. So, jetzt zum Bindegewebe. Das Bindegewebe ist ein Halte- und Stützapparat, und das Bindegewebe ist überall dazwischen. Es hält die Organe, es hält die Blutgefäße zusammen und hält sie am richtigen Ort. Der Knochen ist in Wirklichkeit auch ein Bindegewebe, nur ein ganz ein dichtes. Und um den Knochen, um die Muskulatur herum, überall wo Zwischenräume sind, ist Bindegewebe drin. Da gibt es jetzt verschiedene Arten von Bindegewebe, und Männer und Frauen haben verschiedene Bindegewebe. Die Männer sind sozusagen dicht gestrickt, so wie ein dichtes Maschennetz, wie kariertes Maschennetz. Und die Frauen sind so wie lose Luftmaschen, linear, so wie ein liniertes Blatt, und die anderen wie ein kariertes Blatt. So, und diese Struktur vom Bindegewebe braucht Nahrung. Die besten Nährstoffe fürs Bindegewebe sind Mineralstoffe und Vitamin C. So, und jetzt haben wir rund im Bindegewebe drinnen Flüssigkeit. Das ist das extrazelluläre Wasser. Dieses Wasser ist so wie das Meerwasser. Eine sehr ähnliche Beschaffenheit. Und dieses Wasser versorgt jetzt das Bindegewebe mit den Nährstoffen und scheidet aber auch die Abfallstoffe und die Schadstoffe aus. Jetzt ist die Frage, warum haben wir hier Schadstoffe drin? Das hat mit dem Weg zu tun. Wir nehmen die Nährstoffe auf vom Darm über das Blut, über die Lymphe, und dann wandert das Ganze in die Zelle. Die Zelle verstoffwechselt die Nährstoffe, scheidet die Abfallstoffe wieder ins Lymphwasser aus, also in dieses extrazelluläre. Und die Lymphe transportiert dann den Müll ab über die Venen und über den Dickdarm. Und jetzt wäre es natürlich gut, das System, das Lymphwasser, nicht zu verschlacken oder immer wieder diese Schlackenstoffe auszuleiten. Und jetzt sind wir beim Frühlingsfasten. Fasten ist deshalb sinnvoll, weil der Müll aus dem Gewebe endlich einmal aus dem Körper rausgeht. Und je besser wir das Lymphwasser reinigen und den Müll ausleiten und ableiten, desto sauberer wird das Ganze und desto besser ist die Nährstoffversorgung von der Struktur, von der Gewebstruktur. Und das Lymphwasser ist auch unser Speichel, ist auch Lymphwasser. Und am Speichel sehen wir schon, ob der zähflüssig und dick ist oder ob er flüssig ist. Man kann auch pH-Werte im Speichel messen, da gibt es auch Normalwerte dafür. Oft haben wir viel zu viel Säure im Lymphwasser drinnen. Die Säure in der Lymphe, in diesem extrazellulären Wasser, zieht Mineralstoffe weg. Und dadurch stehen diese Mineralien dem Gewebe nicht mehr zur Verfügung. Und jetzt wird das Gewebe porös oder weich. Wir haben ja beim Bindegewebe zwei große Gruppen. Die eine Gruppe vom Bindegewebe, vor allem die Frauen, bekommen weiches Gewebe, schlappes Gewebe, die Fettzellen brechen durch, dann sprechen wir von der Zellulite. Ein weiterer Punkt von einem schlechten Bindegewebe ist, wenn wir Senkungen bekommen. Die Harnblase kann sich senken, die Gebärmutter kann sich senken, der Magen kann sich senken. Diese Senkungen, wenn alle Organe nach unten rutschen und unten rutscht dann der Bauch heraus, diese Senkung ist eine langfristige Sache. Das geht nicht von heute auf morgen. Deshalb, wenn wer schon starke Senkungen hat, lässt sich das auch über Nährstoffe in der Regel nicht reparieren, sondern es braucht einen operativen Eingriff, wo man die Organe wieder heraufhebt, weil sie schon zu weit abgesunken sind. Ein anderer Punkt von Bindegewebsschwäche, was wir öfter bei Männern sehen, ist der Leistenbruch, der Narbenbruch, der Zwerchfellbruch. Ja, diese Netze, die in unserem Körper drinnen gespannt sind, dass die Organe dort bleiben, wo sie sind. Wenn die Netze brechen, ist es auch ein Zeichen von Bindegewebsschwäche. Also noch einmal, die beste Möglichkeit, um Bindegewebe gesund zu halten, ist immer reinigen, ausleiten und gut mit Nährstoffen versorgen. Die wichtigsten Nährstoffe sind Mineralstoffkomplexe, Chlorophyll, ja, und Vitamin C.
Natürlich können wir jetzt auch noch an Kollagen denken. Auch Kollagen macht feucht und elastisch. Aber Kollagen kann der Körper auch selber produzieren, vor allem in der Jugend. Im Alter nicht mehr so gut, da ist es günstig, Kollagen dazuzunehmen. Aber am Beginn, das Erste, das Wichtigste sind immer Mineralstoffkomplexe und Vitamin C, um Bindegewebe zu halten, zu nähren, zu füttern, um Bindegewebe jung zu halten. So, natürlich ist jede Form der Durchblutungsverbesserung vom Vorteil. Kalt duschen, Kneipen, Massagen, Sport und Bewegung bringt Sauerstoff ins System. Alles günstig. Und von der Ernährungsseite her geht es immer darum, reinigende Nahrung und reinigende Programme. Es gibt einfach reinigendes Essen, das ist die Schonkosternährung, und es gibt verschlackendes Essen. Das erleben wir zu Ostern und zu Weihnachten und bei Geburtstagspartys. Dieses Essen verschlackt, und reinigendes Essen ist weniger Essen. Vollwertig gesund, pflanzlich essen, warm und gekocht essen ist bekömmlicher und leichter verdaubar, und dadurch kann man auch besser Nährstoffe aufnehmen und besser ausleiten. Gut, alles Liebe, bis zum nächsten Mal.